Moin ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ich habe es gerade so geschafft durch die Kälte, darum ist mein Gesicht, glaube ich, noch etwas rot hier reinzukommen, denn ich habe heute einen sehr besonderen Gast und zwar aus dem schönen Niedersachsen, aus Oldenburg. Mal schauen, ob sie da ist und ob sie Lust hat, mit mir zu sprechen. Noch gehen. Perfekt. Ich hoffe, ihr habt euch heute alle mullig warm angezogen, weil es war ja wirklich minus 8 Grad. Oh, da sind Hallihallo! wir. Hallo! Sehr gut! Hallo, hörst du mich? Ich höre dich super. Super, ich dich auch. Prima, Mensch. Du siehst ja sowas von sonnengebräunt aus, so Oh. angenehm, als ob du gerade aus dem Urlaub kommst. So, guck mal, ich bin ganz rot hier von der Du Kälte. kommst ja auch aus der Kälte, hast du doch gesagt. Genau. Nee, ich komme gar nicht aus dem Urlaub, aber du doch. Oder? Naja, da war aber keine Sonne. Also jetzt nicht die Sonne, dass man leicht gebräunt hier sitzen könnte. Ja, schön, ja, gut. Ja, Aber du sehr hast auf jeden schön. Fall Farbe, das ist gut. Genau, ich leuchte rot, so kann man es auch sagen. Passend zum Lippenstift, sehr gut. Genau. Schön. Oh, ich freue mich so, dass es geklappt hat, dass wir jetzt hier endlich zusammenkommen und vor allen Dingen, dass wir endlich mal klönen können, Julia. Das finde ich auch, Martina. Es ist ja mein erster Klönschnack hier bei dir. Und sowieso auch mein erstes Live-Interview, kann man ja sagen, hier bei Instagram. Also ich bin einfach nur happy, dass es geklappt hat und dass die Technik steht und dass wir uns jetzt sehen können. Also, und ja, ich freue mich auf Super. unseren Austausch. Ja, sehr schön. Du kriegst ja auch gleich schon Herzen geschickt von Larissa. Nee, doch, Larissa. Genau. Sehr Also schön. ich versuche mal das so ein bisschen zu lesen, damit du dann auch dich aufs Reden konzentrieren kannst. Und dann gucke ich immer noch mal, was da sozusagen reinkommt. Also stellt gerne Fragen. Alle, die hier natürlich zugucken, dürfen gerne, gerne Fragen stellen. Und ja, aber stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich habe eben schon gesagt, du kommst aus Oldenburg. Ja, genau. Ja, ich bin ja auch, ja, kann man sagen, ein Nordlicht wie du, ne? Ja, Genau, ja. ich bin Oldenburgerin, genau. Ich bin Mutter, zwei Kinder, also zwei tolle Jungs habe ich. Und ich bin 35 Jahre alt und glücklich verheiratet. Ich glaube an die Liebe Sehr und schön. im Namen der Liebe bin ich auch unterwegs. Genau, ich bin Traurednerin seit 2019. Und ja, gehe da absolut meiner Leidenschaft nach. Und ja, es ist einfach ein Traumberuf. Es ist eine Berufung und es fühlt sich einfach ganz, ganz toll an. Und ich begleite so viele tolle Paare. Ich mache aber auch Willkommensfeste für Kinder. Aber das eher, ja, ich sag mal schon so ein bisschen sekundär, ne? Also im Fokus stehen die Hochzeiten, das muss man schon sagen. Und es ist einfach, ja, super schön, genau. Und ich bin auch noch Sehr gut. Yoga-Lehrerin. Für diejenigen, die mich ja kennen, die wissen das ja auch. Und ich habe auch noch einen Hauptberuf, aber das wäre jetzt wahrscheinlich würde zu sehr ausatmen. Genau. Und Oldenburgerin durch und durch. Und ich reise auch gerne mal für eine Hochzeit nach Hamburg oder Hannover. Aber das dann doch nicht ganz so häufig, sonst bin ich eher hier im Kreise unterwegs. Ja. Ja, auch für den Weihnachtsmarktbesuch habe ich gesehen, warst du in Hamburg. Ja, genau, das ist so unsere Tradition, Martina. Ich reise ja immer, eigentlich ist es meistens das letzte Novemberwochenende mit meiner Familie nach Hamburg. Und dann gönnen wir uns so richtig schön dieses ganze Wochenende, Weihnachtsmarkt, die Menschenmassen. Du kennst es ja als Hamburgerin, Ja. richtig was los und wir, ja, wir tun uns das richtig an. Mit Herzblut tun wir uns das an, also richtig Sehr in die schön. Innenstadt. Und Shopping so ein bisschen, ne, mit zwei Kindern ist das natürlich, zwei jungen Spannend. Kindern, also 2 und 5 Jahre alt, ist das nicht immer so einfach, da ein großes Shopping-Erlebnis hinzubekommen. Aber ja, wir genießen das einfach. Ein bisschen Schön. Weihnachtsmarkt-Flair und Hamburg ist einfach immer eine Reise wert. Super schön. Ja, sehr schön. Sehr Ja. schön. Ja, also ich meide das ja immer eher. Deswegen war ich so glücklich, als ich auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt auf einmal war. Aber da musste ich auch feststellen, der ist auch sehr voll. Ja, der ist auch voll. Aber der ist auch wirklich
schön, oder? Wenn die Super Leute schön, ja, hier. super schön. Ja, ich habe da ja studiert in Oldenburg und deswegen habe ich ja gedacht, aha, interessant, was sich hier so getan hat, weil da kommen wir gleich nämlich zu meinem Gespräch. Wir kennen uns ja in Person nicht, aber wir haben uns ja über diese tolle Institution Instagram, wir machen jetzt hier mal kurz Werbung, sozusagen Ja. connected. Und weil ich ja in einer kleinen Bredouille war, gesundheitlicher Natur, wie viele andere ja auch mittlerweile wieder. Und zwar hat es mich erwischt, das böse C, und du hast gesagt, ich übernehme die Trauung von meinen beiden Bräutigam. Und ich habe mich schon gesehen, einer ist hier schon Ach, online. wie Also hallo schön. Steffen. Ja, richtig cool. Ja. Ja, super. Also da haben wir uns ja sozusagen als Team gefunden, ohne uns zu kennen, ne? Genau. Oder? Ja, und das war auch echt, ich hatte diese Situation auch noch nicht. Also beides nicht. Also ich war noch nicht krank und musste meine Trauung irgendwie abgeben und auch noch nicht in der Situation, dass ich spontan eine Trauung übernommen habe. Also es war ja wirklich spontan. Ich glaube, es war der Mittwoch und Samstag war die Trauung. Ich glaube, am Mittwochabend habe ich das erfahren und habe im Bett wirklich so auf meinem Handy geschaut und auf einmal kriegst du eine Nachricht, du musst unbedingt anrufen und zwar die Martina, die braucht deine Hilfe. Und ja, ich hatte eigentlich einen privaten Termin, sonst hätte ich wahrscheinlich auch eine Hochzeit gehabt, aber da habe ich gesagt, irgendwann bin ich in dieser Situation. Und da muss ich jetzt einfach alles stehen und liegen lassen und das machen. Genau. Ja, wunderbar. Also ich danke dir nochmal von ganzem Herzen, auch auf diesem Wege, aber natürlich auch die beiden. Und ich glaube, hier kamen gerade deswegen auch Herzen. Larissa übrigens hat auch geschrieben, die beste Traurednerin. Okay, du kennst vielleicht auch keine andere. Es gibt noch zwei tolle. Und mit ganz Sicherheit ganz, ganz viele andere, die wir auch alle kennen und die auch Ja. toll sind. Aber schön, dass sie das ja so dir mal eben hier als Feedback reinstellt. Ja, das Siehst du ist wohl. sehr schön. Ja, oh, Siehst. da kenne ich ja doch einige. Das ist ja toll, dass man das hier so sieht. Ja, ne, Ja, ja, das ist richtig gut. richtig schön. Also Ja. schreibt auch gerne mal ein paar Fragen. Wir kriegen hier auch schon ein Huhu. Ja, manchmal ist das ein bisschen zeitverzögert, aber ja, Ja, super, cool. schön. Ja, Ja. ich freue mich mega, weil wollen wir mal verraten, wie wir das so gemacht haben? Es sind ja mehrere in der Bedouille wahrscheinlich mal gewesen. Also wir haben uns da ja wirklich ganz gut ausgetauscht, soweit es mir auch gesundheitlich möglich war, ne? Also es war ja auch echt, ich habe den Kopf unterm Arm getragen und wusste gar nicht so recht, wohin damit. Ja. Aber im Grunde habe ich dir ja die Rede gegeben und du hast im wahrsten Sinne dann die Rede auch gehalten und ja, ne, auch deinen Genau. Namen drunter geschrieben, ein bisschen noch was leichte Sachen geändert. Und insofern ist das so schön. Steffen hat es nämlich so schön zitiert. Er sagte, wir hatten das Glück, wir hatten zwei Traurednerinnen. Ja, genau, ja. Genau, die beiden haben das auch so, ja, die haben auch zu mir gesagt, dass das so schön war, weil, ne, sie hatten ja mit dir auch die Vorgespräche und haben sich so gut abgeholt gefühlt. Und ich hatte ja mit denen noch ein Gespräch vor. Ich glaube, das war dann ja der Freitag, glaube ich, oder der Donnerstag vor der Hochzeit, wo ich die beiden ja das erste Mal kennengelernt habe. Und ach, wir haben gleich so eine tolle Ebene gehabt. Und ich habe dann auch noch ein paar Sachen gefragt, die ich dann tatsächlich auch noch in die Rede eingebaut hatte. Wir hatten dann auch noch die gleiche. Ja, das Reiseziel Spanien und irgendwie wollten die in den Flitterwochen dahin und das war irgendwie die Ecke, wo ich ja auch sonst immer war. Also es war schon gleich die gleiche Wellenlänge und es hat sich gut angefühlt und ja, also ich muss auch sagen, die Hochzeit, die Trauung, es war gar nicht schwer. Also es war natürlich am Anfang so ein bisschen schwer reinzukommen, beziehungsweise okay, das ist nicht meine Rede, das ist jetzt ein bisschen anderer Aufbau, aber ich habe am Anfang und am Ende vor allen Dingen so meinen Touch eingebracht. Das war, glaube ich, nochmal wichtig, um einfach auch ein gutes Gefühl zu haben. Ich glaube, das kennst du auch. Man braucht einfach Ja. so einen guten Einstieg, wo man sagt, boah, das bin ich jetzt und ich bin hier so in meiner Welt. Und dann ist das echt gut gelungen, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie mir einen zurechtstammel. Überhaupt nicht. Es war einfach im Fluss. Ich konnte auch frei sprechen und also ich wusste ja, wovon ich spreche. Ich habe die Rede gelesen, ich habe die beiden kennengelernt. Und habe dann da noch meine Note reingebracht. Also letztendlich hat das Ja. richtig gut geklappt. Und die beiden hatten mir auch das Feedback gegeben, das hat man überhaupt nicht gespürt, dass das jetzt irgendwie Schön. nicht aus meiner Feder ist, sage ich mal. Ne? Ja, Und ja. das ist das Schöne. Und das war ja natürlich auch ein großes, großes Kompliment. Ne? Aber du hast eine tolle Absolut. Vorarbeit geleistet. Wir haben uns ja auch immer ausgetauscht.
Und ich glaube, das war ja nachher das Erfolgsrezept, muss man sagen. Das Das glaube ich auch. Ja, also ich möchte zwar nicht sagen, das könnten wir jetzt immer so machen, aber ja, das wird schwierig. Also das ist ja auch so, das ist ja auch eine ganz besondere Situation und du willst es ja auch, also in dem Fall wollte ich es natürlich gut machen, du wolltest natürlich auch, dass es klappt. Und wir haben da ja wirklich auch alles gegeben, sei es für die Handfesting-Zeremonie, ne? Das weiß ich auch noch, dass wir diesen Knoten mussten wir noch besorgen. Und da haben wir wirklich genau, das das Vertrauen Band, gehabt, ja. es kommt an. Ne? Und es hat alles Ja. geklappt, es sollte so sein, ja. Ja, total, klasse. Ja. Also, ich habe ja auch dann die Bilder gesehen und dachte so, oh ja, siehst du, als ob ich dabei gewesen wäre, also vom Ja. Gefühl, natürlich war es nicht, aber es Ja. war so schön, vor allen Dingen, dass die beiden gesagt haben, das war, sie hatten einen richtig perfekten Tag. Und Ja. das ist ja das, was es ausmacht. Das ist ja das, was wir auch jedem schenken wollen durch unsere Berufung, ne, oder Beruf, wie auch immer man das nennen mag. Ich sehe es ja auch wie du als Berufung, als Herzensangelegenheit. Und insofern ist das so richtig schön. Ja, und wir kriegen hier nämlich auch gerade noch eine Nachricht. Genau, kennst du auch, oder? Wir kommen jetzt beide so mit den Nasen so dicht, das Entschuldigung. sieht man auch. Ich sehe das Ich so, habe auch. ich finde es so klasse, aber ich sehe ich jetzt gerade, aber ich kann nicht alles sehen. Also ich, genau, aber du siehst es auch nur so unten leicht Ja, genau, hängen darum. zusammen. Wie sich die meisten Traurednerinnen in unserer Region unterstützen. Von Nordwesttrauungen. Schöne Grüße nochmal. Wir haben uns Ja. ja auch getroffen, genau in Ja, der schön. Zeit. Sehr Ja, schön, und das ist, Christina. glaube ich, auch das, was es ausmacht. Ich glaube, man kämpft so für die gleiche Sache und ich habe auch viele angehende Trauredner, die sich mit mir ja, in Verbindung setzen und die mich fragen, wie machst du das? Die fragen, wie habe ich meine Ausbildung gemacht und wie, na, wie arbeite ich? Und das ist so schön, dass ich teile gern mein Wissen. Also ich bin ja jemand, der offen damit umgeht und sagt, Mensch, ich freue mich, wenn ihr alle das macht. Und ich habe überhaupt, also weil auch viele sagen, Mensch, das sind ja alles deine Konkurrentinnen oder Konkurrenten. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Nee, Überhaupt nicht. Ich nee. finde es total schön, wenn ich einfach ein großes Netzwerk habe und tolle Menschen, die mit Herzblut dabei sind. Jeder auf Ja. seine Art und Weise. Und das ist ja auch ganz wichtig, ne? Dass man jeder, Ja. also für sich irgendwie authentisch bleibt und bei sich und es auf seine Art und Weise macht. Dann wird es ein, ich sage immer, dann passiert ein Zauber. Dann ist Magic. Und Ja, ja, ja. ja, und das finde ich richtig gut. Und das, ich glaube, das war bei uns auch gleich so, dass ich hatte das Gefühl zumindest bei dir, dass du mir, also so hast du mir das zumindest gespiegelt, dass du es einfach großartig fandst, Ja, dieses, ja, fand wir ich. machen das jetzt, komm, ich gebe auch Ja. alles dafür. Das soll einfach wunderbar Ja. sein. Wir kämpfen für die beiden, dass die Ja, eine tolle genau. Trauung kriegen. Genau. Genau das. Wir Ja. kämpfen für die beiden. Das war, glaube ich, das Gefühl. Jetzt muss ich nochmal eben gucken, weil Larissa hat ja gesagt, du bist natürlich ne, hier beste Trauredner. Ich bin ja mal ein bisschen vorsichtig, weil wir da ja auch so eine Plattform haben. Aber gut, egal. Vom Namen her, ne? Deswegen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Dann hilf mal. Aber das, ach so, jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Ich wollte sagen, für jedes Paar gibt es natürlich die perfekte Genau. Traurednerin oder den Trauredner, ne? Also muss man ja auch dazu sagen. Und das ist ja das Schöne, wie du schon so wunderbar eben vorgelegt hast. Ich finde nicht, dass wir Konkurrenten sind, genauso. Und das ist einfach ein Miteinander. Man tauscht sich aus. Es ist ein gewinnbringendes, ja, ein gewinnbringender Austausch, der ja auch Früchte trägt, ne? Also genauso wie du sagst, wenn du nicht kannst, dann kann jemand anders. Oder man gibt sich dann sozusagen auch Hinweise, wie es anders laufen kann, also manchmal ja auch mit Trauritualen oder was auch immer, dass man einfach sagt, hey, weißt du, wie machst du das denn? Und das ist ja so wichtig. Und da habt ihr ja auch so einen tollen Stammtisch durch Katrin zum Beispiel in Oldenburg. Und wir haben ja hier auch so einige Stammtische. Also Ja. insofern, es ist so doll wichtig, dass man sich austauscht. Und ich war einfach nur so mega glücklich, dass ich bei dir gleich auch so ein positives Gefühl hatte. Und insofern war das genauso wie, ja, wie wir diese Situation gemeistert haben, genauso war sie richtig. Ja, und am Ende ne, zählen ja auch die Emotionen und die Worte des Paars und aber auch der Familie. Also es war ja auch einfach, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass von dem, ich weiß gar nicht, von wem das jetzt genau war, von Steffen oder von Carsten, ich glaube, das war von
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall, die Großmutter kam auf mich zu mit Tränen in den Augen und hatte das, also war so gerührt von dieser ganzen, also es war einfach, es gibt so viel Feedback dafür, dass das alles gut ist, was wir tun und dass das, ja, unbedingt, dass wir es weiter so machen sollten. Genau. Ja. Ja, wunderbar. Ja, finde ich auch. Ne? Ist jetzt hier, klingt so ein bisschen wie eine Selbstbeweihräucherung. Ja, aber ich sag mal so, wir sind zum Thema der Liebe unterwegs und der Freude und ne, das ist doch das, was die Welt eigentlich braucht. Absolut. Und ich habe das heute auch wieder gehört, wenn man mit so viel Euphorie an Dinge rangeht, sprudelt das ja auch gerne über. Und ich glaube, das macht es dann ja auch aus, gerade wenn man da vorne steht und ja, Ja. über ein Liebespaar berichtet, nicht? Also wir erzählen ja Genau. die Geschichten. Super schön. Genau, und das ist genau, also wir sind ja eigentlich eher, eigentlich wir als Person sind ja im Hintergrund. Es geht ja eigentlich nur um das Paar. Das ist ja das, was, ne, wir erzählen zwar die Geschichte, aber wir sind da ja nicht derjenige, natürlich stehen wir dort, aber es geht immer um das Paar. Und das ist dann natürlich auch das, was es so persönlich macht, ne? Ja. Ja, das Und stimmt. Hattest anzieht. du denn mal ein Fauxpas erlebt? Während einer Trauerrede, ich hatte Ja. tatsächlich mal während eines Rituals, dass wir zwei Ballons aufsteigen lassen wollten. Und die Trauzeugen hatten sich um diese Ballons gekümmert. Und also die beiden sollten ihr Ehegelübde lesen, gar nicht vortragen. Und dieses wollten wir an die Ballons hängen. Und ich hatte auch vorher mit den Okay. Trauzeugen das besprochen, weil das war auch ein bisschen weiter weg und die haben das alles mitgebracht und das musste natürlich auch frisch mit Gas befüllt werden und so weiter. Und es war tatsächlich so, dass nur ein Ballon aufgestiegen ist und wir waren am See und der andere ist am See untergegangen. Es war in dem Moment, also ich glaube, es war einfach lustig und alle fanden es einfach total authentisch und echt. Und es war, ich habe das dann auch irgendwie noch ganz nett kommentiert, so von wegen, ja, das sollte natürlich so sein. Eins geht nach oben und das andere wird geerdet. Irgendwie so. Und das Brautpaar fand es überhaupt nicht schlimm. Und ich fand es eigentlich auch nicht schlimm. Es war ja noch nicht mal meine Schuld, aber es war dann in dem Moment so, dass ich dachte, oh, das war anders geplant. Das war tatsächlich das Einzige, glaube ich, was so passiert ist, wo ich gedacht habe, okay, das hätte jetzt irgendwie anders laufen sollen. Aber es war überhaupt nicht schlimm, gar nicht. Und das ist, glaube ich, Nee. auch das, wenn man einfach authentisch bleibt und sagt, und das auch dann dementsprechend irgendwie nett verpackt und irgendwie spontan ist. Ja, Das ist ja ja. auch das, was dann manchmal dann rettet, sage ich mal. Aber es war gar nicht so, dass es eigentlich gerettet werden musste, sondern eigentlich alle waren so, oh. Haben es so kommentiert mit ihren, ja, und das war eigentlich lustig und fürs Brautpaar war das auch überhaupt nicht schlimm. Und die Trauzeugin stand dann natürlich so, und hat ein bisschen geschwitzt und ich, wie gesagt, habe es dann auch mit Humor genommen, habe gedacht, okay, das sollte so nicht sein, aber es ist jetzt so, genau. Ja. Aber Ja, ist tatsächlich, ja dann auch wichtig, ne, dass man sagt, so, hey, das gehört auch irgendwie dazu, ja, ne? Ja, genau. Ist ja, dir schon mal was ja. passiert, was so richtig doof war? Ach, was so richtig doof war. Also mir macht meistens so ein bisschen das Wetter einen Strich durch die Rechnung oder so. Und da hatte ich nämlich auch so diese Situation, dass der Bräutigam dann sagte, als wir im Platterregen reingelaufen sind und wir hatten einen richtig langen Weg, also wir waren alle sehr, sehr nass, sagt er, das passt zu unserem Leben. Also ist auch so ein Thema, ne, dass man Ja. sagt, hey, es ist halt gegeben, wir müssen jetzt damit umgehen, gegen Wetter können wir nichts, ne? Ja. Genau. Oder ich hatte jetzt auch, genau, in einer sehr, sehr dunklen Scheune getraut und ich war überhaupt nicht auf diese Dunkelheit eingestellt mit den Augen und habe dann aus der Deko mir eine Leuchte genommen, ja, es war so eine LED-Kerze und habe dann die ganze Zeit versucht, so zu lesen. Also ich kann schon die Rede, die kann man ja so, aber man muss ab und zu mal lesen und wenn du denn echt im Dunkeln und ich weiß auch nicht, ich kann immer schlechter im Dunkeln lesen. Seitdem habe ich jetzt eine Leuchte für die Rede, dass ich die so ranklippen kann. Und das war für mich sehr
Ungünstig für mich, aber es war ja jetzt kein Fauxpas in der, also in der Situation. Der einzige Fauxpas ist dann passiert, als der Ringwechsel war und diese Kerze runtergefallen ist und dann ist das komplette Ding auseinandergesprungen und mir vor die Füße. Und dann dachte ich so, oh, okay, auch günstig, ich bin so zur Seite, alles klar. Die können wir jetzt auch nicht mehr nutzen. Aber die ging danach natürlich wieder. Aber es war auch, das war so für mich das Fauxpas, was ich jetzt gerade ganz, ja, noch recht frisch erinnere und dachte so, oh mein Gott, Licht ist ein wichtiger Aspekt in einer freien Trauung. Ja, okay, aber ich glaube, damit hätte ich jetzt auch noch nie so irgendwie gerechnet, dass es so dunkel ist, dass man nichts sieht, ne? Also, ich hatte schon mal die Situation, dass ich auch irgendwie mal so die Location betreten habe und gesagt, oh Mensch, irgendwie war das anders abgesprochen irgendwie, oder irgendwie habe ich dann gesagt, irgendwie ist das hier ein Pult oder irgendwie was, was vorher eigentlich gar nicht angedacht war. Aber das sind ja so Dinge, da sind wir, glaube ich, so Profis, dass wir auch so, Ja. okay, ey, das, ja, oder auch mal, wo ich dachte, irgendwie fehlen jetzt hier noch ein paar Sachen. Ja. Ja, so, jetzt müssen wir noch mal einmal sprechen, also nicht natürlich das Brautpaar, sondern dann halt eher bei der Location und einmal in die Trauzeugen und dann ist das alles. Also, ich bin da aber auch echt, ja, auch entspannt geworden. Also, ich bin ja jemand, der auch pünktlich, also ziemlich früh immer da ist, um irgendwie guckt, Technik, passt das? Meistens kenne ich die Location ja jetzt auch. Und Ja. genau, ich habe das auch einmal gehabt, dass eine Sängerin, dass die Technik nicht funktioniert hat. Ne? Und da habe ich auch gedacht, habe ich so Ja. mitgefiebert, mitgeschwitzt und oh mein Gott, was kann ich nur tun? Ich habe noch eine Kabeltrommel im Auto, willst du dich an meine Box anschließen? Ja. Genau, wir arbeiten da ja immer auch dann ganz eng zusammen und da fiebert man dann natürlich mit, wenn dann auch so eine Kollegin da, die ja auch ein Teil dessen ist, einen ganz wichtigen Part hat an der Stelle, dann da echt so. Absolut. Und echt wirklich 5 Minuten vorher, zack, hat es funktioniert und dann konnte sie noch gerade noch ein bisschen trillern und dann konnte sie Oh, ärgerlich. starten. Oh, das, ich habe Ja, echt sowas ist ärgerlich. mitgefiebert, ja. Ja. Ja, aber Ja, toi, das toi, ist. toi, jetzt muss man mal so auf Holz klopfen, ist sonst noch nie irgendwie was passiert, also so Mikro aus oder sowas, ne? Das ist dann ja auch irgendwie doof. Ja, gerade in der Hitze. Also da kann das schon echt mal passieren, wenn alles in der Sonne steht und dann so bei 35 Grad, da muss man schon aufpassen, habe ich auch festgestellt. Aber das ist ja immer das Gute, wenn man Plan B in der Tasche hat, ne? Ja, Genau, absolut. ja. Aber das ist auch das, was, glaube ich, die Paare am häufigsten unterschätzen. Die Hitze beziehungsweise die Sonne. Das habe ich oft in meinen Gesprächen, dass ich sage, ja, wir sind hier auf einer, also ihr plant das auf einer freien Wiese mit Heuballen, das ist super schön. Aber es könnte auch passieren, dass wir 33 Grad haben. Denkt daran, ne? Also so eine, so 40 Minuten in der Hitze, in der Sonne zu sitzen, das kann Ja, unangenehm sein für alle Beteiligten, absolut. ne? Genau, und das Absolut. wird Gerade oft wenn man da unterschätzt. nicht für den Sonnenschutz denn Genau, sorgt und auch die genau. Oma dabei ist und, ne? Exakt, ja. Genau. Ja, Viele ja. denken immer nur an Schlechtwetter, ne? Also Regen, Ja, genau. meinst du, das liegt am Norden? Könnte. Genau. Ja, cool. Du sag mal eine Frage. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin und Genau. setzt dich ja auch so ein bisschen mit Energien aus. Hast du schon mal das Ritual Schutzkreis gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich kenne es und kann man ja auch sehr gut machen, wenn man eine kleine Trauung, also mit weniger Personen, ne? Also dass man irgendwie die ganze Familie ranholt und wenn man jetzt zum Beispiel, ist in Corona-Zeiten, habe ich auch gedacht, wenn man mal so 20 Personen hat oder sowas, kann man das natürlich auch sehr gut machen. Habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Also ich habe schon viel auch so mit meditativen Sachen gearbeitet, dass ich auch die Gäste gebeten habe, die Augen zu schließen. Ist jetzt ein bisschen spirituell, aber nein, also aber es ist einfach, es gibt Ja. ganz viele tolle Elemente da auch und ich bin ja auch jemand, der auch gerne mal was ganz Neues kreiert. Ne? Aber Schön. Schutzkreis ist spannend. Hast du das schon gemacht? Ja. Hast du oft oder? Ja, ich habe jetzt nächste Woche ein Gespräch und die wünschen sich den Schutzkreis und ja, ich kenne das halt. Ich mache ja Reiki und Ah ja, deswegen genau, kenne du ich so ein kommst ja auch so bisschen, ein bisschen aus der ja. Ecke, Genau. ja. Ja, und ich denke mal, dass wir das mit Kräutern machen und mit Lichtern. Aber das ist nur das, was mir gerade so in dem Kopf rumschwirrt, weil wir planen ja jetzt schon, die geht es sicher ähnlich, das nächste Jahr und die nächsten Zeremonien. Und das ist auch gut so. Ja, es ist Ne? Wahnsinn, ne? Ich glaube, deine Saison Ja. ging ja noch länger als meine in diesem Jahr. Ich war, glaube ich, im Oktober durch und du hattest, glaube ich, noch ein bisschen länger, ne? Ja, Das ist ja immer ein ja. bisschen unterschiedlich. Und ja, ich habe tatsächlich dann jetzt auch alle Paare, ich bin auch ausgebucht
Also es geht nichts mehr. Und ich habe alle Paare tatsächlich gut jetzt vorbereitet mit Fragebögen. Ich arbeite ja auch mit Fragebögen. Ich glaube, du machst das auch ähnlich, ne? Ja. Und Intensivgespräche schon vereinbart. Und es geht jetzt tatsächlich im Januar direkt los, ja, mit den Ja. Gesprächen und in den Vorbereitungen. Genau. Ja. Ja. Das Ja, ist total ja. spannend. Spannende Zeit, ne? Ich finde das immer Ja. richtig schön, wenn man dann im Dezember da schon wieder mit anfängt oder vielleicht Ende November so. Ja. Und dann auch schon, ja, ich nutze dann auch die Zeiten dazwischen den Jahren immer gerne schon, um mich so ein bisschen wieder einzustimmen. Ich finde das total schön. Ich auch. Ich finde auch gerade so Ja. diese Herbst-Weihnachtszeit, deswegen schicke ich da auch immer auch bewusst so die Fragebögen raus. Das sage ich auch immer zu meinen Paaren. Das ist ja so eine gemütliche Zeit und macht es euch bequem, ne? Schwelgt in Erinnerung im Hier und Jetzt. Und ja, was kommt noch auf euch zu? Was wünscht ihr euch? Und reflektiert nochmal euer Kennenlernen und ja, wie war die Zeit? Manchmal sind sie ja auch ganz lange schon zusammen. Manchmal ist es ja auch eine Eheerneuerung. Ja. Also das ist immer, ich finde die gemütliche Zeit, das ist dann nochmal ganz ja, schön eigentlich mit einem Tee oder mit einem Glas Wein, wie man das möchte, oder Glühwein, einfach sich hinzusetzen und Genau. das, das nochmal zu machen. Aber genau, das ist, finde ich immer schön. Aber es ist eigentlich ja nicht viel Zeit zwischen den Abschnitten, ne? Also Ende der Saison und Beginn, sage ich mal, oder in die Planung zu gehen, ist mir dieses Jahr nochmal so bewusst geworden. Ich dachte so, oh, ich könnte mich so richtig, oh, ich mache jetzt Urlaub und dann mache ich meine Website und weißt du so, ich muss so vieles Ja, machen hier, Instagram-Account, ja, der ist irgendwie da, aber er ist noch nicht befüllt mit Content. Und es gibt so viel, was ich zeigen möchte und zeigen kann. Und ja, aber ich hatte eigentlich mir ja für heute das vorgenommen, mich schon gut aufzustellen. Tja, Martina, so ist das. Man muss Dinge ja, du, tun. also man lässt das jetzt mal unkommentiert. Es Ja. ist, wie es ist. Ja, Genau, genau. aber wichtig ist zu wissen, du ziehst bald um mit deinem Account und dann folgen dir bitte alle. So, das ist jetzt hier der Aufruf. Genau, ja, genau. Und ich hatte ja schon einen Account und hatte auch schon so ein bisschen angefangen mit Content. Und ich habe ja auch wirklich, also das wird dir auch so gehen, man hat so viele Fotos, man kann so viel erzählen und was man alles Schönes gemacht hat. Und das mag man auch gerne zeigen. Und ja, aber tatsächlich den ersten Account, den ich hatte, da wurde ich gehackt und dann war der Account gesperrt und ich war, also es war richtig doof, ja. Naja, und Ja. dann habe ich gesagt, okay, fange ich jetzt nochmal von vorne an und dann war ich mitten in der Saison und dann, ja, da fängst du Ja. das nicht dann an. Also du brauchst den Kopf Oh dafür, nein. eine kleine Strategie, muss man sich schon Nee. überlegen. Und Ja. ja, deswegen ist jetzt eigentlich die richtige Zeit. Also, genau. Auf jeden Wollte ich Fall. gerade fragen, was lässt du im alten Jahr? Ja, was lasse ich mal? Ja, meinen alten Instagram. Nein. Ja, tatsächlich ist das so, dass mein Mann und ich eigentlich immer wirklich das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich weiß nicht, was du da hinten hast. Das könnte so ein Vision Board sein. Ich mache ja tatsächlich so etwas. Das ist als Vision Board aufgehängt und Ja. jetzt ist es sozusagen ein Board mit schönen Ja, genau. Erinnerungen. Ja. Ja, und genau, das ist natürlich als auch nochmal unser Plan, dass ja, wirklich, also das machen wir eigentlich immer gerne zwischen Weihnachten und Neujahr oder kurz vor Weihnachten, aber meistens dann eher so zwischen Weihnachten, Neujahr oder Anfang Januar, wirklich das Jahr mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, sich nochmal so vor Augen zu führen, was haben wir eigentlich geschafft, ne? Also auch, was haben wir uns als Ziel gesetzt, was haben wir geschafft? Ja, es, geschafft heißt natürlich, ja, was haben wir uns ermöglicht auch, ne? Sei es ist Reisen, sei es irgendwie was mit den Kindern, ne? Oder natürlich auch beruflich und alles andere natürlich auch privat. Und was wollen wir im nächsten Jahr, ja, erreichen, beziehungsweise was sind unsere Träume und Visionen für nächstes Jahr und aber auch machen dann auch nochmal so einen Step für die nächsten 5 Jahre. Das ist eigentlich auch mal ganz schön. Und dann Schön. kreieren wir wieder so ein schönes Board, wie es, wie du es ja auch da im Hintergrund hast. Und Ich muss auch umdekorieren, ich dekoriere wieso? um. Nee, weil es ist so alles, ich habe alles immer so rangepackt, was ich bekommen habe. Ich muss ein bisschen sortieren, sagen wir Ja. es mal so. Ja. Sind das deine Paare auch? Machst du das auch? Ja, 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 genau. ja. Ja, schön. Genau. Ja, Finde und ich das ganz gut. finde ich auch so schön, dass man sich wirklich die Erinnerung mit den Paaren, also ich habe ja das auch, ich habe dann so Karten, ich habe es jetzt gerade nicht hier liegen, aber man kriegt ja so viele schöne Fotos, Karten, Danksagungen Total. und so weiter. Das sind Ja. ja so, oh, das ist, gibt einem ja auch so viel und das muss man sich wirklich mal Total. anschauen, was, wie viele Menschen ist man, wie viele Menschen ist man dann begegnet und wie viele Menschen
Ja, wessen Reise hat man irgendwie begleitet, Geschichte erzählt, das ist schon schön. Also das Das ist total schön, die ja. letzte Ja. Trauung, und das war, nee, das war gar keine Trauung, ich hatte das letzte war ein Willkommensfest für einen kleinen Jungen. Und danach war ich echt, habe ich so ein Foto gemacht, einfach so ein Selfie, und habe gedacht, boah, ey, das ist echt erfüllend, das ist so Ja. schön. Ja. Und es haben mir so viele Freunde auch gesagt, Julia, mein Gott, wie viele Menschen du jetzt begegnet bist, und die hast du ja auch alle irgendwie glücklich gemacht mit dem, was du tust. Absolut. Absolut. Ja, Das ja, ist echt ja. das, was es so besonders macht, ne? Ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, man muss sich das bewusst machen, Ja. ne? Weil man ist, wenn man in der Saison ist, denkt man immer so, oh ja, cool, Ja. jetzt ist das, dann fahre ich dahin und mach dies, das, jenes. Man ist so, ja, in so einem Ablauf drin. Natürlich macht man das mega mit Herzblut und Natürlich, ja. ist immer on point da, so, ne? Aber dieses Bewusstsein, ich glaube, dafür ist diese Zeit jetzt auch perfekt, um zu sagen, Menschenskinders, was hat man alles geschafft? Und dann guckt man auch die Karten durch. Und darum, ich finde das immer total schön, Karten zu bekommen und freue mich ungemein. Oder auch ein paar liebe Worte, ne? Oder auch einfach mal eine E-Mail noch, wo man dann auch mal Bilder bekommt, weil das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass man Bilder dann auch veröffentlichen Ja. darf und diese ganzen Geschichten oder einfach mal eine Erinnerung hat. Und ich finde das so toll, wenn man dann so durch die Monate reist und sagt, guck mal, da war der und da war die und Ja. das. Ich liebe das. Ich liebe das so sehr und bin ja momentan wieder viel auf der Straße. Das klingt Ja. total doof. Ja, aber Und dafür ist doch cool. ja, genau. Und das bei dem Wetter. Und dann denke ich immer so, ich möchte den Sommer zurück. Ich möchte meine Paare zurück. Wann kommen sie wieder? Aber sie kommen wieder. Und das ist Ja. das Gute. Ja, das ist das Schöne, ne? Genau, jetzt geht Ja. es wieder los, und ja. Ja, das ist Ja. schon wir haben schon eine ganz tolle Berufung. Also ich habe jetzt auch, wie gesagt, drei Redner, mit denen ich da, die so ein bisschen ja, jetzt erst anfangen, beziehungsweise ein bisschen am Anfang stehen. Und das ist auch schön zu sehen, wie die jetzt so die ersten Gespräche haben, wie die sich so, ja, auch mit Herzblut da so reinstürzt und mit Liebe dabei sind. Das ist schon, ja, ist einfach schön, das auch zu sehen bei anderen, ne? Also, ja, genau. Absolut, absolut. Es gibt nichts Schöneres. Ja. Ja, und meine Freundin, die sagte auch mal, Mensch, Julia, die war auch mal mit bei mir auf einer Trauung, und sagte, wie schön wäre das eigentlich, wenn wir das zusammen mal machen. Also wir beide kreieren eine Trauung und stehen da beide Ja. vorne. Hast du sowas schon mal erlebt, dass es zwei Redner gab? Irgendein Paar gibt es, sind die auch Hamburger? Ich glaube, ein Mann und eine Frau sogar, kann das sein? Aber machen die das Irgendein. immer so? Nee, ah, die Bremer, die war mal in der Zeitung, daher kenne ich sie auch nur. Ein Ah älteres ja. Pärchen, Ah, Bremer. genau, das sagte Genau. nämlich auch irgendwie, ein Paar macht das zusammen, und da habe ich gesagt, oh, habe ich noch nie gesehen, gehört, ich, ja. Ja. Aber hast du Ich habe sowas da schon irgendwo mal? den, wenn ich den Zeitungsartikel Ja. wiederfinde, wenn ich den aufräume, Ja. dann schicke ich dir das auf jeden Fall. Ja, Das ist ja. schön, Ja. ja. Ja, das ist ganz spannend, nicht? Also was man ja häufiger hat, ich weiß nicht, ob du das auch so hast, dass dann halt die Trauzeuge noch irgendwas Ja, mitmacht oder ja. was übernimmt das Trauritual oder irgendwie einen Beitrag leistet. Und das finde ich auch immer ganz schön, weil dieser Moment, wo dann die Trauzeugin oder der Trauzeuge nach vorne kommt und sozusagen das Zepter übernimmt, dann nehme ich mich immer so zurück und genieße das total, was ich total. Also wirklich dann so nochmal ganz besonders, hat nochmal so einen ganz besonderen Spirit, ne? Ja. Ja, Ja, genau. gebe ich dir total recht, ja. Das ist auch Ich dann. hab, wir haben ja eine Frage bekommen, warte mal eben, das habe ich nämlich vergessen. Was ist das mit dem, was, nee, was hat das mit dem Schutzkreis auf sich? Da sind wir nämlich gerade beim Thema. Also der Schutzkreis ist ja im Grunde eine Möglichkeit, eine Symbolik, um das Brautpaar, um die Gesellschaft zu leisen, um quasi was mit in die Ehe zu geben. Also jetzt zum Beispiel Kräuter mit besonderen Bedeutungen, dass Altes im alten Leben gelassen wird, Neues mit aufgenommen wird. Man kann das super toll interpretieren und das kommt natürlich eher so aus dem Heidnischen, glaube ich, nicht? Ja, Ich ich bin mir meine auch, gerade ja. nicht so sicher, aber ich meine, das ist ein heidnischer Brauch, der auch viel gemacht wurde, wo viel Wirtschaft war und wo man dann auch das Vieh dann, also nicht, dass ich das jetzt vergleichen möchte, oh mein Gott, das kommt jetzt falsch rüber, ne?
dass man das so ein bisschen segnet auch und einfach ins Leben dann lässt mit diesem Schutzkreis. Also es hat schon ein bisschen was Spirituelles. Ja, so ein bisschen mystisch auch, kann man sagen, ne? Also genau. Das kann man auch ganz anders wieder interpretieren, ne? Also auch, man kann den Schutzkreis machen, aber das ist ja auch das Schöne an einer freien Trauung und auch an den Ritualen, die wir machen. Wir können ja auch was ganz Neues kreieren und das auch abwandeln, ne? Also genau, also das nochmal an der Stelle. Ich habe das auch Und schon das mal kann man ja auch öfter. mit Kerzen machen, Kräutern, das kann man mit Ästen machen, das kann man mit allen unterschiedlichen Dingen machen. Ich hoffe, die Frage war damit jetzt kurz mal beantwortet. Ja, aber Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ich glaube, du warst am Erzählen, Ach oder? so, Entschuldigung, ja. Ich. Sehr schön. Ja. Ja. Machst du die rauen Nächte? Das wollte ich dich nochmal fragen. Eine Frau, Freundin von mir, die macht das immer und die hat das, es ist ja schon, ist es nicht schon vorbei? Nee, fängt erst an. Jetzt fängt es an. Nee, jetzt fängt es an. Ja. Ja, Die Nacht vom 24. auf den 25. und der 20. Ja, 6 Tage haben wir noch, ist sozusagen der Anfangstag, wo man alles vorbereitet. genau. Nee, habe ich noch nie gemacht, aber meine Freundin, die ist da ganz tief drin und die wünscht sich da auch immer ganz viel. Und es trifft dann oft zu, wo sie jetzt gesagt hat, oh Mensch, das hätte ich mir halt nicht wünschen sollen. Sie hat sich, glaube ich, gewünscht, irgendwie ganz viel Zeit mit der Familie zu verbringen und jetzt sind die dauernd krank und haben Zeit zusammen. Ja, nee, habe ich tatsächlich schon viel dran gedacht, aber irgendwie war dann tatsächlich eher so im Fokus tatsächlich bei uns dann ja auch so ein bisschen dieses ja loslassen, ne, und für uns so ein bisschen unser Vision Board gestalten und das, ja, das ist dann das, was wir dann in der Zeit machen. Machst du das mit den rauen Nächten, dass du da? Ja, mache ich schon mehrere Jahre und es Ja. ist irgendwie jedes Jahr anders, muss ich eingestehen. Es ist total spannend und es hat ja auch was mit Vision Board zu tun. Das Ja, kann man auch genau. zum Beispiel dann machen und man kann ja auch verschiedene Bestandteile da machen. Ich finde es halt so schön, dass ja, ne, in die Verarbeitung zu gehen, so wie war das Jahr und vor allen Dingen, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr und dann stellt man sich ja sozusagen für die nächsten 12 Monate auf und ja, wünscht sich was, kann ein bisschen meditieren und das ist einfach schön. Gerade in der Corona-Zeit war das sehr schön, dass man wenigstens irgendwas hatte, wo man schon die Familie nicht treffen konnte. Ja, stimmt, Ja, ja. Machst du ja. das mit jemandem zusammen oder machst du das für dich alleine? Also ich bin mit mehreren sozusagen nicht virtuell, aber zumindest geistig verbunden, ja, weil wir sind so eine Gruppe, also von den Reiki-Mädels sozusagen, und da machen wir das so. Und ich habe das aber auch mal begleitet, virtuell über Facebook über so eine Gruppe gemacht. Also das geht auch, ja. Einfach weil man ein bisschen Information dazu braucht. Also jetzt mal eben mit der Kaltstart ohne eine Anleitung ist ein bisschen schwierig, Das ja. stimmt, ja. Ja, ich, wie gesagt, meine Freundin, die macht das auch und die hat auch gesagt, du musst mal in unsere Runde dazukommen und du machst es einfach mit so für dich dann, genau. Ja, genau. Ja, vielleicht Schön. sollte ich das dann nochmal angehen, genau, ja. Du, vielleicht, ne? Jetzt nochmal so eine Inspiration, so ein Ja. Anreiz, genau, ja. Ja, und es ist Ja, schon sehr wichtig, schön. ne, so sich das so ein bisschen alles vor Augen zu führen, was man das Jahr über gemacht hat und was möchte man in dem nächsten. Ja, Ja. genau. Was ist dein größter Wunsch fürs nächste Jahr? Oh ja, so weit bin ich noch gar nicht. Ich bin noch nicht gedanklich so weit, aber ich glaube, der größte Wunsch ist, ja, also tatsächlich, dass ich natürlich viele Paare begleiten kann, dass ich mich ausleben kann in all dem, was ich tue, also darin vor allen Dingen erfüllt bin. Das war jetzt letztes Jahr unglaublich und das soll so genauso weitergehen in all dem, was ich tue. Also das ist, glaube ich, so, dass das über allem steht, dass ich ja meine Bedürfnisse oder ja meine Grenzen auch für mich so ein bisschen setze. Das habe ich auch gelernt. Letztes Jahr war einfach insgesamt, war ich in Elternzeit, war viel neu. Ich bin ja noch mal Mutter geworden. Dann, ne? Mein Sohn ist ja fast 2 jetzt und ja, das Leben, das entwickelt sich so schnell weiter. Also eigentlich erfüllt sein in allem das, was ich tue und die Zeit auch genießen. Also alles, ob Ja. es nun das Muttersein ist, das Arbeiten, also es hört sich jetzt, ne, also die Leidenschaften, die man verfolgt, jede Herausforderung aber auch annehmen und ja, das Ganze so ein bisschen in Einklang bringen und eigentlich mit all
dem, was man tut, erfüllt es einen. Und Hm. ja, in so einer Balance. Also Hm. das ist eigentlich so das Hauptziel. Das ist jetzt gar nicht nur auf die Trauung, sondern einfach auf mein ganzes, ja, auf mein ganzes Sein, Klar, mein ganzes ja, Leben, ja. sicher. Ja. Aber das macht es ja auch aus, ne? Ja. Weil du bist ja diejenige, die das auch gestaltet und Ja. reflektiert, wie du ja auch so schön gesagt hast. Mensch, da Ja. waren wir heute ganz schön spirituell hier unterwegs, wa? Total. Weil ich sehe nämlich schon, dass unsere Zeit schon wieder abgelaufen Nein. ist. Man glaubt es kaum. Das Wir sind gibt's hier doch gar richtig ins nicht. Klönen gekommen, ne? Ah, oh, schön, Martina. Guck mal, wie das jetzt jeden Mittwoch macht. Du bist ja jeden Mittwoch hier, genau. Ach, Ja, schön. letzte Woche war ich nicht da, aber ja, Ja. an sich versuche ich das und freue mich ja auch, weil das ja für mich auch ein neues Jahr war, in dem ich das jetzt erst eingeführt habe. Aber ich habe jetzt auch schon mal geschaut, mit wie vielen Leuten ich schon gesprochen habe und das ist total schön. Es macht so viel Freude und insofern lernt man ja auch auf dieser Weise mal den anderen kennen. Und ich freue Ja. mich einfach, dass wir uns so wenigstens mal gesehen haben, weil beim nächsten Mal entweder in Hamburg oder in Oldenburg werden wir uns wiedersehen, ne? Unbedingt, Martina. Also wir müssen uns ja wirklich mal auf einen Kaffee treffen. Eigentlich auch mit Ja. unseren beiden Jungs, ne? Mit unserem Ja. Bräutigam. Genau. Also das müssen wir eigentlich machen. Das wollten wir Ja. eigentlich auch. Das war ja so der Plan, dass man sagt, Mensch, Ja. setzen wir uns mal an den Tisch und ja, ich freue mich Genau. auf dich. Ja, und die kommen Absolut. Herzchen. Ja, oh, siehste. Ich habe gerade geguckt, ob hier noch jemand schreibt, aber nee. Super. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, nehmt es uns nicht krumm. Sehr gerne kommen hier Sehe ich gerade Menschen. gerade, ja. Ja, nee, Sehr das. gut. Ja, das machen wir. Ja. Prima. Und ja, insofern bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, hab ein wundervolles Weihnachtsfest mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit deinem Mann, mit deiner ja, großen Familie, ja, alle Generationen, die da noch so zugehören. Bleib vor allen Dingen schön gesund und ja, genieße das, was du dir vorgenommen hast. Ja, danke, Martina. Das gebe ich dir so zurück. Also ebenfalls schöne Weihnachten, genieß die Zeit, genieß vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen die Ruhe und dann geht es wieder voller Vorfreude in die Saison. Und ich hoffe, jetzt habe ich dich nach deinem Wunsch nicht gefragt fürs neue Jahr, aber ich hoffe natürlich auch, dass deine Wünsche, all das, was du dir vorgenommen hast, so in Erfüllung geht natürlich, ja. Ja, das ist schön. Das ist schön. Ich glaube, ich Und muss mir da auch noch Gesundheit. ein bisschen, genau, und ich muss mir noch ein bisschen Gedanken machen. Dazu habe ich die Rauhnächte. Danach kannst du mich noch mal fragen. Genau. Und Martina, lade ich dich in so ein Interview ein, ne? Und dann. Genau, sehr schön. So machen wir das. Dann begrüßen wir das neue Jahr. Ja, richtig gut. Genau, prima. Vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist und alles, alles Liebe. Wir bleiben in Verbindung, ne? Ja, auf jeden Fall. Tschüss, tschüss, Alles Liebe für tschüss, dich, alles tschüss. Gute. Ja, Ciao. ciao.